14 Palmen, die als Zimmerpflanzen geeignet sind. Kaum eine andere Pflanze verbindet man mehr mit Exotik und Urlaubsgefühl als die Palme. Es gibt auch durchaus Sorten bzw. Arten, die Sie sich nach Hause holen und als Zimmerpflanze halten können. Dabei sollten Sie auf die Blattformen achten, denn sie geben darüber Auskunft, ob eine Palme auch als Zimmerpalme genannt werden darf. Die Unterscheidung der einzelnen Zimmerpalmen erfolgt aufgrund ihrer Blattform. Es gibt also Fächer- und Fiederpalmen sowie palmenartige Gewächse, die ebenfalls oft unter dieser Bezeichnung im Fachhandel erhältlich sind. Allen gemein ist der Anspruch auf ein warmes und feuchtes Klima. Winterhart ist keine der unterschiedlichen Arten. Sie alle benötigen einen warmen Standort und konstant gleiche Bedingungen. Nummer 1. Die chinesische Hanfpalme. Diese immergrüne Zimmerpalme braucht einen absonnigen Standort und kann im Kübel bis zu 4 Meter hoch werden. Die Blätter, die bis zu einem Meter lang werden können, wachsen oben aus dem Stamm, der schlank und unverzweigt ist. Die chinesische Hanfpalme mag einen humusreichen, sandigen Boden. Dann belohnt sie ihre Umgebung auch mit gelben kleinen Blüten, die zwischen Mai und Juni in Rispenform auf der Palme wachsen. Die Fächerpalme. Diese Zimmerpflanze befindet sich noch sehr selten in Deutschlands Wohnzimmern, ist aber ideal für beheizte Wintergärten. Sie braucht einen halbschattigen oder sonnigen Standort, bei dem eine Umgebungstemperatur von mindestens 18 Grad herrscht. Sie darf nicht in direkter Nähe von Heizungen stehen, sondern in einer Umgebung mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Als Kübelpflanze kann diese Zimmerpflanzepalme bis zu 2 Meter hoch werden, wobei Sie sie regelmäßig gießen und ab und an mit handelsüblichen Palmendüngern versorgen sollten. Die kalifornische Washington-Palme. Die ursprünglich aus dem Südwesten der USA stammende Zimmerpalme ist hierzulande auch unter dem Namen Priesterpalme bekannt. Sie besticht durch ihren grau-rotbraunen Stamm und Blüten, die auch nach dem Verblühen noch hängen bleiben. Die kalifornische Washington-Palme mag einen halbschattigen bis sonnigen Standort und gilt grundsätzlich als kältefest. Dennoch sollten Sie sie im Winter als Zimmerkultur stehen haben, wobei Sie sie im Sommer gerne auf die Terrasse verbringen können. Sie kann bei guter Pflege bis zu 10 Meter hoch werden, weshalb sie in einem hohen Topf stehen sollte, der gleichzeitig ihre langen Wurzeln gut verstauen kann. Nummer 4. Mazari-Palme. Diese Zimmerpalme stammt ursprünglich aus dem Mittleren Osten und ist in kultivierter Form eher klein und robust. In der freien Natur kann sie bis zu 8 Meter hoch werden. Sie ist winterhart und kann durchaus während der Wintermonate im Freien auf der Terrasse stehen, allerdings nur, wenn es trocken ist. Die Mazari-Palme mag einen vollsonnigen Standort und gilt grundsätzlich als sehr pflegeleicht. Sie braucht nur mäßig gegossen werden und stellt kaum Ansprüche an das Substrat bzw. die Erde im Topf. Beachten Sie, dass Palmen grundsätzlich nicht zurückgeschnitten werden, allerdings sollten Sie verdorrte oder faulende Wedel direkt am Stamm entfernen. 5. Die Bergpalme. Die Bergpalme zählt zur Familie der Fiederpalmen und wird auch zierliche Bergpalme bzw. mexikanische Bergpalme genannt. Sie ist sehr schattenliebend und damit für dunkle Zimmerecken geeignet. Auch im Winter benötigt sie wenig Wärme, womit Sie sie beispielsweise in einen unbeheizten Wintergarten gut aufstellen können. Sie wird nicht besonders hoch und bildet kleine unscheinbare Blüten aus. Diese dafür bereits in jungen Jahren, was für Zimmerpflanzenpalmen eher ungewöhnlich ist. Der Standort für die Bergpalme sollte halbschattig gewählt sein, denn sie mag keinesfalls direkte Sonneneinstrahlung. Ideal sind Raumtemperaturen um die 20 Grad. Was die Erde bzw. das Substrat betrifft, so setzen Sie diese Zimmerpalme am besten in ein durchlässiges, kalktolerantes, das am besten ständig feucht gehalten werden sollte. Keinesfalls darf die Bergpalme trocken stehen. Die Honigpalme. Die Honigpalme stammt ursprünglich aus Chile und steht gerne im Zimmer an einem Südfenster, also in der Sonne. Im Sommer können Sie sie gerne nach draußen bringen, sie ist nämlich sogar frosthart und verträgt somit auch die ersten Herbsttage im Freien. Sie gilt als langsam wachsend und bildet erst nach 25 Jahren einen richtigen und wuchtigen Stamm. Dieser verjüngt sich am oberen Ende und bildet zahlreiche Wedeln, die zwischen 25 und 30 cm lang werden. Am besten pflanzen Sie die Honigpalme in ein durchlässiges Substrat, das immer feucht gehalten werden kann. Am besten verwenden Sie Palmenerde. Die kanarische Dattelpalme. Auch wenn der Name anders vermuten lässt, stammt die kanarische Dattelpalme eigentlich aus Afrika bzw. Asien. Sie kann im Freien durchaus hoch werden, wird sie allerdings in Kübel gezogen, erreicht sie eine Größe von lediglich 2 Metern. Ab dem Frühling steht die kanarische Dattelpalme gerne im Freien an einem sonnigen Standort. Sie gilt als sehr pflegeleicht, wobei Sie sie ausreichend mit Wasser und ab und an mit Dünger versorgen sollten. Keinesfalls sollte die Erde austrocknen, schon gar nicht während der Wintermonate. Das Substrat bzw. die Erde sollte mäßig nährstoffreich sein, dann bildet diese Zimmerpflanze auch essbare Früchte und schöne Blumen. Die Kentia-Palme.
Diese beliebte Palme ist bei uns gerne in Büros oder Wohnräumen zu finden. Das ist auch leicht erklärt. Sie gilt als sehr robust und pflegeleicht und beeindruckt mit ihrer Optik. Die Blätter können bis zu 60 cm lang werden. Beachten Sie bei dieser Zimmerpalme, dass sie einen halbschattigen oder absonnigen Standort und eine hohe Luftfeuchtigkeit benötigt. Zudem mag sie es, wenn sowohl im Winter als auch im Sommer stabile Temperaturen in ihrer Umgebung herrschen. Die Kentia-Palme gilt als langsam wachsend, wobei sie in kultivierter Form bis zu 3 Meter hoch werden kann. Sie zeigt nur einen mäßigen Wasserbedarf, wobei Sie beim Gießen ausschließlich Regenwasser verwenden sollten. Die Spindelpalme. Diese Zimmerpalme ist bei uns auch unter dem Namen Mascara-Palme bekannt. Ihr Stamm verdickt sich spindelartig und an dessen Ende bilden sich leicht verdrehte Wedel. Aufgrund ihres langsamen Wachstums eignet sie sich hervorragend als Zimmerpflanze, wo sie bis zu 3 Meter hoch werden kann. Bevorzugt wird ein halbschattiger Standort und gleichmäßige Temperaturen, die immer mindestens 18 Grad betragen sollten, auch im Winter. So ästhetisch die Spindelpalme auch begeistert, gilt sie doch als sehr pflegeintensiv. Sie muss regelmäßig feucht gehalten werden, womit nicht nur das Gießen gemeint ist. Sie mag es auch, wenn sie die Blätter mit Wasser sprühen. Ebenso angesagt ist eine regelmäßige Düngung mit handelsüblichem Palmendünger. Die Zwergzuckerpalme. Die ursprünglich aus Japan und Taiwan stammende Zimmerpalme gilt als stammlos. Sie ist sehr anpassungsfähig und pflegeleicht. Beachten Sie einfach einen sonnigen Standort und eine gleichbleibende Wärme, die auch im Winter gewährleistet ist. Stellen Sie sie aber keinesfalls in die unmittelbare Nähe einer Heizung. Auffällig bei dieser Zimmerpalme sind sowohl die silbrig-weiße Färbung der Unterseite der Blätter, aber auch die kirschgroßen roten Früchte. Junge Palmen haben fischflossenartig geformte Blattsegmente, die in der Folge zu schmalen Fliedersegmenten wachsen. In Sachen Bodenbeschaffenheit und Gießverhalten stellt die Zwergzuckerpalme keine besonderen Ansprüche, sondern passt sich häufig den Gegebenheiten einfach an. Die Zwergdattelpalme. Bei der Zwergdattelpalme handelt es sich um eine Zimmerpalme, die ursprünglich aus dem tropischen Klima Südostasiens stammt. Ihr Stamm ist selten größer als 1 Meter, allerdings sind die Wedel, die sehr feinfiedrig sind, bis zu 1,10 Meter lang. Damit wird die Dattelpalme breiter als hoch und muss sich entsprechend in die Breite entwickeln können. Entfernen Sie die Wedel regelmäßig, damit sich neue Wedel am oberen Stammende neu bilden können. Die Zwergdattelpalme passt hervorragend in mediterrane Wintergärten oder an halbschattigen Plätzen in Räumen. Sie verträgt keine pralle Sonne, sollte aber immer mindestens 16 Grad Umgebungstemperatur haben. Die Erde bzw. das Substrat sollte sehr durchlässig sein. Gießen Sie diese Zimmerpalme häufig und zwar mit zimmerwarmem, kalkfreiem Wasser, denn das Substrat bzw. die Erde darf nie komplett austrocknen. Die Goldfruchtpalme. Diese Zimmerpalme gilt als häufigste verkaufte Zimmerpflanze weltweit und das nicht ohne Grund. Denn sie ist langsam wachsend, wobei sie im Endeffekt eine Größe von 3 Metern erreicht, und zwar aufrecht wachsend mit schmalen, röhrförmigen Trieben. Diese enden in gefiederten Blattwedeln, die sehr ausladend überhängen. Die Goldfruchtpalme mag es sonnig, allerdings keine pralle Mittagssonne und warm, idealerweise um die 20 Grad. Die Erde sollte frisch und humus- bzw. nährstoffreich sein, die Sie gerne mit etwas Sand oder auch Kies mischen könnten. Es besteht ein hoher Wasserbedarf, wobei Sie gut abgestandenes Wasser verwenden sollten. Auch häufiges Besprühen der Blätter mit Wasser tut dieser Zimmerpalme gut, da sie eine hohe Luftfeuchtigkeit mag. 13. Die Steckenpalme. Die Steckenpalme ist auch unter der Bezeichnung Bambuspalme oder Rutenpalme bekannt. Sie stammt ursprünglich aus den tropischen Wäldern Chinas. Als Top-Pflanze kann sie bis zu 2 Meter hoch werden, wobei sie als langsam wachsend gilt. Die Wuchsform ist aufrecht und sehr dicht, wobei die grünen Blätter sich aus dem rohrartigen Stamm entwickeln und in unterschiedlicher Höhe auswachsen. An den 20 cm langen Stielen der Blätter zeigen sich tief geschlitzte, fingerförmige Blätter. Die Steckenpalme bevorzugt schattige oder halbschattige Standorte und keinesfalls einen mit direkter Sonne. Das Substrat sollte durchlässig sein, am besten verwenden Sie handelsübliche Palmenerde. Was das Gießen betrifft, so hat diese Zimmerpflanze nur einen geringen Bedarf, allerdings sollten die Ballen auch nicht austrocknen. Regelmäßiges Besprühen ist gut geeignet, um die Steckenpalme wachsen und gedeihen zu lassen. Zu guter Letzt die Zwergpalme. Diese mediterrane Palme wird im Topf bzw. Kübel bis zu 2 Meter hoch und gilt als langsam wachsende Fächerpalme. Meist entwickelt sie mehrere Stämme und bleibt in ihrem Wuchs kompakt. Die grünen, fächerförmigen Blätter werden bis zu 55 cm groß. Was den Standort betrifft, so mag es die Zwergpalme ganzjährig sonnig oder im lichten Halbschatten. Die Erde sollte auf Kompostbasis zusammengesetzt sein und zudem Kies oder Sand und Lavagranulat enthalten. Die Zwergpalme hat nur einen mäßigen Wasserbedarf, sollte allerdings niemals ganz austrocknen.
Während der Wintermonate sollte sie nur leicht angefeuchtet werden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen.